Wir sind heute in Wüstenrot und da habe ich Thomas getroffen und mich interessiert natürlich auch die Bürgernähe. Das heißt, wir wollen einfach von den Bürgern wissen, was ist Wüstenrot? Wann kam Wüstenrot oder wie entstand Wüstenrot? Thomas weiß sehr viel darüber und er erzählt mir es jetzt. Wüstenrot war früher Villa Rote und Villa Rote heißt ja, wie der Name schon sagt, dass der ganze Wald ist gerodet worden. Und was natürlich sehr interessant ist, ist die Gründung der ersten deutschen Bausparkasse 1921. Das war vom Georg Krupp, der ist 1965 im Dezember geboren und war zuerst Gründer der Freunde. Danach hat es dann natürlich Wüstenroter Bausparkasse geheißen. Aber 1926 habe die das von Wüstenrot nach Ludwigsburg versetzt. Und dann ist der Georg Krupp aus allen Ämtern zurückgetreten, verstarb dann 1948 in Wüstenrot und hat heute noch ein Ehrengrab auf dem Wüstenroter Friedhof. Meine Frage an Thomas, gab es mehr Arbeitsplätze in Wüstenrot? Sprudelt die Gewerbesteuer? Seine Antwort. Böse Zungen behaupten, der dortmalige Busunternehmer, den Namen will ich jetzt nicht nennen, dafür gesorgt hat, dass es nicht nach Wüstenrot kommt, sondern nach Ludwigsburg. Weil es ist ja so, das Unternehmen hat seine Leute nach Heilbronn fahren müssen. Und wenn alle hier geschafft hätten, dann hätte er kein Geschäft mehr gehabt. Das war eigentlich, was böse Zungen behaupten.